Servus Leute, willkommen zurück zu Terranigma. Letzten Part habe ich wieder gegen diesen einen Boss gekämpft und ihn diesmal geschlagen. Und ich muss mit dem Meister reden, glaube ich. Ich muss ihn erstmal wieder finden. Wo war der denn? Der muss ja irgendwo gewesen sein. Einfach geradeaus durch? Oder da? War das weiter? Ja. Du warst doch der Meister, oder? Oh, schön, dass es dir gut geht. Hast du ihn getroffen? Den Mann, den sie Beruga nennen, offenbarte uns den Schattenstern und schuf Zwietracht. Das Chaos hinterließ Menschen, die den Tod überlebten. Aber in Lashar gibt es eine alte Sage. Man muss die Mondsteine zum Grab bringen, um das Kind zu rufen. Majo ist weit gereist, um festzustellen, ob die Sage wahr ist. Doch noch hat er keine Antwort auf seine Frage erhalten. Der schützende Ring des Schicksals ist zerbrochen. Nun hast du die Gabe, Schicksale zu bestimmen. Ja, suche nach den Mondsteinen und bring sie zum Grab. Es gibt nur einen Weg, den Ring des Schicksals wieder zu schließen. Wir müssen uns an das Grab legen, um das Kind zu rufen. Das ist eine alte Sage aus Lhasa. Das goldene Kind kann das Schicksal in die rechte Bahn lenken. Jetzt kann man aber auf der Zeit dann kommen. Ist der Schicksal. Okay, ich muss jetzt Mondsteine finden. Woher soll ich wissen, wo das sind? Ja, geil. Kann ich mich jetzt dumm und dämlich suchen? Es gibt nur einen Ort, wo ich die Mondsteine vermuten würde. Okay, dann muss ich jetzt erstmal wieder hinfinden. Toll, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Geile Musik. Ich brauche so einen Vogelexpress. Wo ist denn der? Da oben. So, ich kann ja Sprache der Vögel nicht mehr. Moment. Mich zurückbringen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wo ich hinfliege. Das ist jetzt mehr so eine Art Try and Error, dieses Video. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich habe keine Ahnung, welcher Vogel mich wohin bringt. Der hier bringt mich wahrscheinlich wieder komplett zurück zu den anderen Vögeln. Oh, eine Insel. Noch mehr Inseln. Lande da! Nein! Der Vogel haut ab! Er fliegt im Kreis, er verarscht mich, der Vogel! Lande doch da! Da! Ja, genau da! So! Welcher Vogel bringt mich jetzt wohin? Schade, dass es hier keine Speed-Taste gibt. Wo bringst du mich hin, Vögelchen? Diese Flugsequenz ist zwar schön anzusehen, aber wenn man sie 100 Mal sieht, dann langweilt sie einen. Ja, da, lande doch! Nein, flieg nicht so im Kreis! Genau da ist ein Hafen. Ja gut, dann lande eben da. Moment, das ist Neo Tokyo, oder? Hier ist jetzt niemand mehr. Ist das in den Häusern? Ist auch keiner mehr? In welches Haus soll ich denn reingehen? Ah? Oh, alles ist gelb. Alles ist leer. Die Musik hier gefällt mir auch nicht so. Also. Doch, sie ist gut in Szene gesetzt, aber mit gefällt mir nicht, meine ich, sie ist unheimlich. Sie bedeutet Böses. Toll, jetzt bin ich kein Nudelkönig mehr, jetzt kann ich nicht angeben. Brot. Da drin ist nichts. Ich weiß, wenn ich das Brot esse, bekomme ich Schaden. So war es, glaube ich, letztes Mal.
Irgendetwas muss es in dieser Stadt geben, aber was? Es ist nicht umsonst gerade diese Stadt so gezeigt worden, von wegen, ja, hier, die Menschen werden ausgelöscht. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Tonabteilung. Vielleicht bin ich einfach im falschen Gebäude. Aber in irgendeinem Gebäude muss es hier was geben. Wette ich fast schon. Na gut. Fluffy-Viech? Was? Was ist das für ein Geräusch? Ist das nicht Fluffy? Es scheint von dem Tisch dort in der Ecke zu kommen. Von dem? Sieht aus, als ob ein Empfänger in der Schublade sei. Ein Empfänger? Wofür? Ja, Rückschrift. Eine leise Mädchenstimme ertönt. Hilfe, bitte helf mir. Jemand ist noch am Leben? Ist ein Überlebender? Zu Hilfe, Mutter, Vater. Hörst du mich? Wo bist du? Zu Hilfe! Es hört sich nicht so an, als ob sie damit umgehen könnte. Sicher hält sie den Sprechknopf die ganze Zeit gedrückt. Hey, lass den Knopf los! Ruhig. Hörst du das Geräusch im Hintergrund? Klingt wie ein Bach. Hilfe! Hört mich jemand? Oder ein Wasserfall? Klingt wie Wasser. Das, obwohl es hier keinen Fluss gibt. Da muss es hier eine Kanalisation geben. Unter der Erde. Okay, das war doch ein Hinweis. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Nämlich da, wo ich, war das da, wo ich Nudelkönig geworden bin? Nein, das wollte ich nicht. War das da, wo ich Nudelkönig geworden bin? Ich glaube nämlich schon, weil da unten, da gab es doch eine Kanalisation. Hier runter, oder? Genau, da ist das Nudelkönig und da ist die Kanalisation. Na nur, diese Tür war davor verschlossen. Aha, na gut. Eigentlich ist das hier nicht der Ort, wo ich eigentlich nachgucken wollte, weil ich hatte ein anderes Mal hatte ich so eine Art Tempel gefunden. Da wollte ich mich eigentlich umsehen. Kanäle. Puh, was für ein Gestank. Ich glaube, ich muss kotzen. Das also ist das andere Gesicht der Großstadt. Wie ein Krebsgeschwür in einem Adoniskörper. Gestank. Ich muss durch den Mund atmen. Ja. Nein, 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 nicht ihr. What the fuck ist das denn? Nicht gut, verschlossen. Ja, das ist in der Tat nicht gut. Was bist du? Oh nein. Wie viel Schaden habe ich gemacht? Ja. Oh. Aber ihr macht mir genauso viel Schaden. Ja, ich weiß, dass ich angeschlagen bin. Ich habe keine Heilung, verdammt. Was mache ich jetzt? Ich muss zurück Heilung holen. Wenn ich jetzt von irgendjemandem getroffen werde, bin ich weg vom Fenster. Gut, schnell raus hier. Aber ich weiß, wo es ist, das ist gut. Kann ich hier einfach so rechts rausgehen? Ich hoffe es. Ja. Muss ich mich beeilen mit dem Segelschiff. Da, eine Stadt. Heilung, bitte. Okay, Hotel. Moment, ich habe doch kein Geld, oder? Was ist das, Empfänger? Kommunikation über weite Strecken. Wenn ich jetzt speichere, habe ich ein Riesenproblem. Ich habe ohnehin ein Riesenproblem. Oje, ja, weg da. Oje, was mache ich jetzt? Ich bräuchte Geld für Knollen. Gibt es irgendwo was, wo ich kämpfen kann? Und so billige 0815-Gegner, die nichts drauf haben.
Ich glaube, ich habe ein Riesenproblem. Ein ganz gewaltiges Problem. Okay, ich hoffe, da unten ist ein Gegner. Bitte. Jetzt müssen wir die ganze Zeit das Geräusch mit anhören, oh je. Komm, bitte, lass irgendwas sein. Ja, zwei Truhen, die ich beide schon durchsucht habe. Das ist nicht gut. Moment, dann kann ich wenigstens diesen einen Tempel oder was das war aufsuchen. Okay, ich merke mir Tokio. Ich muss irgendwann zurück nach Tokio. Wo war denn der Tempel? Der war irgendwo auf der linken Seite. Ich glaube links von Afrika. Aber andererseits gibt es auch noch eine Höhle, wo ich noch rein wollte. Wo war die denn? War das hier nicht irgendwo? Doch, da oben. Nee, das ist eine Savanne, hier bin ich falsch. Ich bin hier falsch. In der Wüste vielleicht irgendwo was zu entdecken. Da oben ist auch ein. Sahara. Geil. Was bringt das? Bin verwirrt. Okay, aber ich weiß, hier bin ich falsch. War das vielleicht dann? Ah, ich glaube, ich weiß schon links von, also da, wo Argentinien liegt. Nee, das ist Brasilien. Da ist, glaube ich, Peru oder so. Nee, da unten ist Peru. Oder? Irgendwo hier liegt doch Peru. Argentinien ist, glaube ich, hier ganz links den Rand entlang, oder? Was? Ja, genau, hier war's. Hier wollte ich hin. Das da oben nämlich. Starica. Immer noch nix. Nur für dein unheimliches Flüstern. Okay, es ist doch was. Wolf. In den Kelch, der auf dem Altar steht. Rufe den Kelch wie unter Hypnose zu seinen Lippen. Bitte Heilung. Nee, ich habe gekotzt, weil das Wasser schon so abgestanden ist. Oder was da auch immer drin war. Und ich bin tot. Wie? Das ist Astarika. Das heilige Land wacht über die Menschheit. Wolf, beim Erwachen wirst du Zeuge einer seltsamen Vision sein. Aha. Peri, Perios Liberita. Ich bin Pella, ein Jünger von Lord Meila. Ja, was Lord Meila dir sagen möchte. Melin, du bist es? Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Ich bin Melia. Ich diene Lord Mela. Mila, Mela, alles chinesische Namen, glaube ich. Jedes Jahr feiern wir in Astarika eine heilige Zeremonie. In den sechs Kelchen wird der Tau des Nachts gesammelt, Tau der Nacht gesammelt. Ein Kelch soll die Trinken in den Göttern nahe bringen. Ein Auserwählter kann ein Jahr ohne Essen und Trinken aushalten. Doch der falsche Kelch bringt den Tod. Wer richtig wählt, lässt aus unserem Stamm einen neuen Gott entstehen. Das letzte Ritual fand genau vor einem Jahr statt. Zwei Priester bereiten alles vor. Doch sie kehrten nie zurück. Du als verwegener Kämpfer solltest gehen und dich ein wenig umschauen. Du, ich kann nicht raus. Haha, ja, ich habe die Tür versperrt. Ich lasse dich nicht raus. Pech gehabt, du bist geopfert. Ja, so ist das nun mal im Stammesritual, nicht wahr? Zwei Priester auch, weil sie geopfert wurden. Aha, wie bei Zelda 3. Oh. Ich bin ja immer noch so geschwächt. Und ich kann hier angreifen, das ist schlecht, weil das heißt, es kommen Gegner.
Oder muss ich durchkriechen? Moment, wie ging das mit den Schuhen noch schnell? Nein. Nein! Toll! Zauber verschwendet. Aber wenigstens sieht er schön aus. Das ist ja schon mal etwas. Oh, ich habe mich geheilt! Ja! Geil. So, stimmt, ich muss die Schuhe auswählen. Da war ja was. Ja, bringt nix. Dazu wenig Anlauf. Bringt auch nichts. Was muss ich hier tun? Moment, wenn ich die Statue nach oben schieben würde. Ah, ich muss die beiden Statuen nach oben schieben, kann das sein? Ah, okay, das muss man mir doch sagen. Alles klar, dann schieben wir die Statuen nach oben. Aber schön zu wissen, dass der Flora-Zauber jetzt gewirkt hat. Okay, der Flora-Zauber heilt also meine Lebenskraft. Gut zu wissen. So, die rechte Statue auf die rechte Seite, nehme ich an. Njom, aber nicht zu viel drin. Sonst renne ich da versehentlich raus, das will ich nicht. Die linke Statue auf die linke Seite, nehme ich an. Wollte eigentlich nur ein bisschen Geld, aber gut, jetzt, wo ich weiß, dass der Flora-Zauber mich heilt, hätte ich ruhig wieder in die Kanzellation gehen können. Und das, ich war richtig. Ach du Scheiße, Spinnen. Lass wenigstens Geld fallen, Spider-Man. Ja, danke. Spider-Man! Boah, mein, der Schaden. Nein. Jetzt freue ich mich über... Nein, über jedes Goldstück, das ich bekomme. Ich habe da oben eine Truhe gesehen vorhin. Ja. Meine Kraft reicht nicht aus, um noch mehr zu tragen. Ich muss zunächst Platz schaffen, um etwas aufzunehmen. Okay, was könnte es sein? Es könnte eine Rüstung sein. Kein schöner Mantel. Kann ich den wegschmeißen? Moment. Oder es ist eine Waffe, das könnte auch sein. Kampfanzug, okay, es war eine Rüstung, gut, weil sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich was Falsches weggeschmissen. Wandelt Stärke in Glück gegen Verwirrung. Gegen Verwirrung, geil! Wie geil! Das ist etwas, was ich schon lange gesucht habe. Da kann ich in der Kanalisation mit rumrennen, weil dann können mir die Schleims nicht mehr. Oh nein. Nichts mehr anhaben. Ja, ich habe euch ja so vermisst, die Augen. Hau ab von mir. Ja, deswegen. Ja, ich habe dich getroffen. Sei ruhig. Achso, der hintere. Perfekt. Oh, ist das gut, wieder ein bisschen Geld zu haben. Oh, wie schön. Ah, ja, toll. Ich habe zu spät gesehen, dass es ein Auge ist. Ein Stuch und das Teil ist weg vom Fenster. Geil. Da oben ist ein Kristall. Nein! Hab nicht aufgepasst. Spinne des Verderbens. Eine Spinne gibt mir gut Geld. Oh nee, zwei von eurer Sorte. Das war unfair. Ja, er hat mich in den anderen da reingeschubst. Ja, meiner. Und noch mehr Gold. Yes. Es geht wieder bergauf. Melina? Unglaublich. Hast du den richtigen Kelch ausgewählt? Also warst du am Leben. Ich kann die Szene von vor einem Jahr sehen.
befandest dich an der Rückseite des Altars. Du warst so einsam, doch du hast das Jahr der Einsamkeit überstanden und bist stark. Dieses Jahr kommt mir vor, als sei es jahrzehntelang. Jeden Tag hatte ich Angst, die Kerze des Lebens könnte erlöschen. Also sagt Melina, ups. Doch es kam nicht so weit. Erst jetzt erkannte ich die wahre Bedeutung der Götter. Menschen sind sehr paetisch, keine Ahnung, was das bedeutet. Getrieben von Wünschen leben sie im Elend. Dieses dümmliche Ritual dient dazu, über andere Stämme Macht zu gewinnen. So, sagt doch Melina, ah Mann, der Sandra, Fiora oder wie sie heißt. Fira. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Was machst du? Ich mache dich zum Gott, zum Todesgott. Melina, halt! Was ist denn an einem endlosen Leben schlecht? Vieles. Fida, hör auf. Es ist zwecklos, jetzt etwas zu sagen. Niemand wird es verstehen. Bevor ich die Welt verlasse, will ich dir etwas offenbaren. Nur Menschen kennen die Emotion Liebe. Roy! Die lieben sich? Fida, ich liebe dich. Ja, noch offensichtlicher kann es nicht sein. Nach unserer Wiedergeburt treffen wir uns wieder. Und weg. Und ich muss das alles mit ansehen. Melina, du hast einen Fehler gemacht. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Was machst du? Der Kelch hinter dir ist bis zum Rande gefüllt. Trink. Hä, welcher? Der oder der? Der Falsche. Ich kann mich nicht bewegen. Haha, das Ende des Lebens ist banal. Starika, und da liegt eine Truhe. War das jetzt echt? Hä? Ich check überhaupt nichts mehr. Oh Mann, was für ein Traum. Yes, Mondstein. Mondstein, Flieg und Sieg. Kann ich jetzt mich verwandeln wie Sailor Moon? Yeah. Wie viele Mondsteine brauche ich? Ich bin jetzt eigentlich ganz gut ausgerüstet. Mondstein. Bringt man an das Grab des Helden. Okay. Muss das Grab wohl erst noch finden. So, ich rüste mich jetzt. Wo waren das? Da. Damit aus. Hilft gegen Verwirrung. Alles klar. Ich habe wieder Geld. Das ist ja mal schön. Ich kann wieder meine Knollen einkaufen gehen. La 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 la. Ah, schön, schön. Aber sollte ich da wirklich nach Tokio? Nee. Ich glaube, ich reise nach China. Da war ich doch schon mal, oder? Oder? Ja, ich glaube schon. Ich gehe einfach wieder. Ich werde jetzt nach China reisen und werde mir ordentlich Medizin holen. Das Australien, das ist noch ein... Hat Australien eine Landebahn? Das würde ich ganz gerne wissen. Ja, aber ein Hafen. Ich war hier noch gar nicht. Goldkar. Goldküste? Ja, an diesem Ort wird einem richtig warm ums Herz, atemberaubend. Und ein Inn ist auch da. Meins. Das war ein falscher Speicherpunkt, aber danke. So. Dumm, jetzt habe ich den anderen Speicherpunkt überschrieben, noch egal.
Ich will noch nicht den Sinn. Oder generell nicht den Sinn. Ich will shoppen. Da liegt deiner. Seehaus, okay. Hm? Krabben und Fische. Hummer meine ich. Ja, Krabben, Hummer und Fische. Hallo, bei uns gibt es Krabbenbrote für nur 15 Taler. Wir sind stolz auf unsere Preise. Nein. Gibt es hier auch noch etwas anderes? Bei uns ist halt nur ganz frische Krabbenbrote. Eine Krabbe schmeckt doch gut oder etwa nicht. Ich habe noch nie eine Krabbe gegessen. Oh, da oben. Worüber reden denn die Leute den ganzen Tag? Mir wäre es lieber, wenn nicht so viele Fremde herkommen würden. Okay. Was sagt ihr denn? Wir machen uns wirklich Gedanken, wie man die Stadt bekannter macht. Es gibt Flugmaschinen, die uns befördern können. Wie nützlich. Es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist gut, die Koalas sind süß. Dennoch haben wir kaum Besucher. Ich frage mich, warum? Selten nur bekommen wir Besuch. Das Dorf ist schwer erreichbar. Ja, da ich gerade so schnell in Australien bin, ich habe es jetzt schon fertig aufgenommen, Project Zero Let's Play it, und logischerweise sollen Teil 2 und 3 auch kommen. Teil 4 kommt leider nicht, weil es den weder in Europa noch in Amerika gibt, aber Teil 5, leider ist Teil 5, also Project Zero 5, ziemlich teuer, aber ich kann es bestellen, nur kommt es aus Australien, aber nun gut, lassen wir es. Und der Goldkunst aus findest du den Odemfels im Westen. Dort sagt ein Wissenschaftler, er forscht das Ende der Welt. Frieden herrscht in der Welt, aber es gibt immer noch Ausnahmen. Okay, da werde ich auch mal hingucken. Ah, hier ist der Shop. Giftshop. Also Geschenkeladen. Wer nichts kauft, der fliegt. Ein stumpfer Donnerschlag. Provokantes Outfit. Bitte. Geht sich nicht aus. Mist. Yeah, wenigstens das. Ich kaufe mir so viel ich kann. Ich muss mich immer gut ausrüsten. Ich bin tatsächlich an der Goldküste, oder wie das heißt. Odemfelsen? Hier? Tatsächlich Odemfelsen. Was gibt es hier denn? Ein Baum. Da ist auch eine Ranke. Hier kann ich wieder meine Krabbenkletterfähigkeiten unter Beweis stellen. Im Spiel gibt es echt viel zu entdecken. Das gefällt mir. Oh! Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten. Die Erde ist in großer Gefahr. Von hier aus will ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Willst du mir zuhören? Von mir aus. Die Natur wird zerstört. Früher war sie den Menschen heilig. Doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte nach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Namen rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagte, ich soll ihm den Mondstein geben. Es war, als käme die Stimme aus der Tiefe der Erde. Nimm diesen Stein. Seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Geil. Ja, geil. Auf jeden Fall. Danke. Gut, dann hat er sogar Sinn, dass ich hierher gekommen bin. Da oben ist ein Kaktus. Gibt es hier nicht noch was? Items oder so? Offensichtlich nicht. Gut, dann gehe ich wieder. Geil. Haben noch einen Mondstein. Gibt es hier irgendwas? Ja. Noch mehr zu entdecken. Das ist toll. Das gefällt mir. Eine ewig lange Bohnenranke. Check und die Bohnenranke. Warum habe ich weniger Lebenskraft? Weil ich eine andere Waffe jetzt trage, oder? Ja, natürlich klettere ich die falsche Bohnenranke hoch. Stimmt, ich hätte die rechte hochklettern sollen, weil ich ja Rechtshänder bin. Nee, warum habe ich daran nicht gedacht? Naja, egal. Hm.
Ich bin erst Level 26. Keine Ahnung, wie viele Level es in dem Spiel gibt. Wahrscheinlich 99. Oh, zwei Truhen. Bitte was Geiles. Yes, geil. Noch was? Ja, Gold ist immer gut. Was los? Lass dich fallen. Und brech dir die Beine. Dass ich aus der Höhe keinen Schaden nehme. So. Utensilien. Oh, ich habe schon ganz schön viel Zeug. Rote KP. Wie viel bekomme ich? 5. Ja, ja, ist in Ordnung. Und ich habe ein bisschen Gold auch bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück, shoppe ein bisschen, dann gehe ich speichern und danach werde ich den Part beenden. Ja, ja. Und dann werde ich zurück in die Kanalisation gehen. So. Perfekt. Jetzt noch ein paar kleine. Geil. Also ihr werdet mich beim nächsten Part dann wieder da in der Kanalisation sehen oder vor der Kanalisation, wie auch immer. Geil. Gut, dann würde ich sagen, das war Terranigma. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.